Hallo Modellbahnfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Modellbahnkanal. Und zwar geht es heute um die Re 1424 in der Farbgebung Green Cargo. Kleine Testfahrt und dabei wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen.
Die 18 sind die Lüfter. So, ich drücke jetzt mal die 18. Und da gehen die Lüfter an. Auch wenn die Lok steht. Runde vorn. Mit Lüfter.
So, mit Fahrstufe 8 geht's jetzt den Wendel hoch und den langen Containerzug. Ohne Probleme. So, das war Speed.
So, Dieselmotor aus. Jetzt fahren wir elektrisch. E-Motoren. Bügel hoch. Falscher Bügel. Runter, anderer hoch. Noch drei Längen, noch zwei, noch eine halbe und halt. So, zweiter Test, Kesselwagenzug, den Berg da hinten hoch. Mit Fahrstufe 8. Ohne Probleme wird er hochgezogen. Und da kommt er schon. Jetzt geht's den Berg runter.
So, und hier geht's wieder den Berg hoch. Ohne Probleme. Bergstrecke. Jetzt hat sie die meiste Last auf dem Berg. Kein Schleudern. So, Licht an. Motor.
So, liebe Modellbahnfreunde, und damit sind wir am Schluss dieser Folge, dieses Videos. Mein Fazit, perfekt, zieht alles, schafft die Berge, ohne Probleme. Sound, naja, ESO-Sound, was soll man dazu sagen? Das, was man drauf spielt, kann man dann auch hören. Ja, sehr schöne Lok, sehr gute Bedruckung, detailreich. Ja, Pike, Daumen oben. Ja. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir doch ein Like da. Oder einen Daumen. Und über ein Abo würde ich mich besonders freuen. Und da sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.